Elke Heidenreich, sie wollte ihren erst nur als Affäre. In wenigen Tagen feiert Elke Heidenreich, 79, ihren 80. Geburtstag. Die Schriftstellerin ist seit über 17 Jahren mit ihrem Partner Marc Aurel Floros, 52, glücklich, trotz des großen Altersunterschieds. Jetzt verrät Heidenreich, dass sie am Anfang nur eine Affäre mit dem Pianisten und Komponisten haben wollte. Im Gespräch mit Bunte plaudert Heidenreich über ihr Liebesleben. Als Mann geht er mir manchmal auf die Nerven. Er weiß nicht, wo die Mülltonne steht, gibt sie zu. Aber als Musiker bewundere ich ihn grenzenlos. Ich habe mich zuerst in den Musiker verliebt, als Mann wollte ich ihn mir anfangs nur als Affäre gönnen. Aber daraus sind 17 Jahre geworden. In den Jahren habe es Erdbeben in der Beziehung gegeben. Aber das Haus stehe stabil. Weiter sagt sie, ich brauche Leidenschaft, es muss lodern. Manchmal verliebte ich mich in einen Kellner, für 2 Stunden. Aber ich brauche auch Freundschaft, also Verlässlichkeit. Anführungszeichen. Elke Heidenreich lernte Marc Aurel Floros 2005 kennen. Zu dem Zeitpunkt hatte sie bereits 2 gescheiterte Ehen hinter sich, von 1965 bis 1972 war sie mit dem Schriftsteller Gerd Heidenreich, 78, verheiratet und von 1972 bis 1995 mit Bernd Schröder, 78, der ebenfalls Schriftsteller ist. Verwendete Quelle, bunte.de